Hallo liebe Leute und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge meines Kanalfeedbacks. Wir durchleuchten heute den Kanal von Randgruppe LM und bevor es losgeht, dazu noch eine kleine Information. Man sagte mir, dass dieser Kanal eigentlich von mehreren Leuten geführt werden sollte, sprich, dies sollte eigentlich ein LPT-Kanal sein. Allerdings ist daraus nicht großartig viel geworden. Es gab mal hier und dort irgendwie einen Gastauftritt. Allerdings wird dieser Kanal tatsächlich nur von einer Person geführt, nämlich vom lieben Shinigami, hier steht's. Und er hat sich dann tatsächlich auch für dieses Feedback gemeldet. Und deswegen werde ich auch tatsächlich nur ihn, also Shinigami, ansprechen. Ich werde nicht in der Mehrzahl reden, denn dies ist eigentlich nur ein Solo-Kanal, kann man sagen. Ja? Gut, so viel dazu und ich würde sagen, beginnen wir wie gewohnt mit Kanal Banner und Avatar. Und hier sehen wir einen recht überladenen, auf den ersten Blick recht überladenen Banner. Auf schwarzem Hintergrund sehen wir verschiedene Warnhinweise, die im Grunde genommen eigentlich nur eines aussagen. Quiet please, gamer at work. Oder hier, caution, gamer at work, warning, coding in progress. Also auf gut Deutsch unterm Strich, hier gibt es nur Warnschilder, von wegen, seid lieber ruhig, hier wird gezockt. Das ist an und für sich schon lustig, ein bisschen neckisch. Allerdings, ja, wie soll ich sagen, es ist ein bisschen too much. Ich meine, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verschiedene Warnungen, die ein und dasselbe aussagen. Ja, also ich meine, ein oder zweimal reicht, ganz ehrlich. Wie gesagt, ist zwar witzig die Idee, aber es ist zu viel. Und das zweite Problem dabei ist, wir haben hier in grüner Schrift, eigentlich klar deutlich vom schwarzen Hintergrund deutlich zu erkennen, Randgruppe LM bei Shinigami. Ja, und das geht durch diese ganzen Warnschriften irgendwie ein bisschen unter. Ja, man erkennt nicht, dass das hier Kanaltitel oder Kanalname hier ist, sondern dass das einfach nur eine weitere Warnung ist und das finde ich ein bisschen schade. Außerdem, wie gesagt, das hell leuchtende Grün hebt sich natürlich super vom schwarzen Hintergrund ab. Allerdings, wenn wir jetzt hier die gelben Warnschilder sehen, sieht man doch gelb und helles Grün, das vermischt sich ein bisschen und dann wird das Lesen und das Erkennen ein bisschen schwerer. Deswegen würde ich dir wirklich raten, falls du es wirklich so lassen möchtest, definitiv um den Schriftzug Randgruppe LM bei Shinigami irgendwie eine Kontur zu ziehen, ja, also eine schwarze Kontur, muss ja nicht ganz dick sein, so dass man dann hier halt bei den Übergängen oder bei dem Hintergrund, wo es gelb ist, dann auch besser deutlich lesbar ist. Beim schwarzen Hintergrund fallen die schwarzen Konturen ja gar nicht auf und das wäre eigentlich nur eine Win-Win-Situation. Allerdings würde ich dir auch empfehlen, diese ganzen Warnschilder ein bisschen, ja, auszudünnen. Also ein bis zwei Warnungen sind okay, dann trifft es auch den Punkt, dann hat es jeder verstanden, we're not disturbing und so weiter. Aber es ist irgendwie, wie gesagt, zu viel. Ich würde hier wirklich vielleicht den einen oder anderen Screenshot aus einem der super vielen Spielen, die es hier auf dem Kanal zu sehen gibt, irgendwie reinbringen oder irgendwie vielleicht noch einen Slogan reinbringen, aber das würde ich ausdünnen. So, dann kommen wir zum Avatar, der an und für sich und standalone eigentlich, ja, recht okay ist. Wir haben hier ein schwarz-weiß, bis auf die Augen, die sind gelb, ein schwarz-weiß Anime-Foto. Und bei Animes ist es ja so, tut mir leid, ich erkenne nicht, ob diese Figur weiblich oder männlich ist. Ja, wie gesagt, Standalone ist recht hübsch. Allerdings in Kombination mit deinem Kanal und mit deinem Banner total fremd und total unpassend, weil es sagt nichts über Randgruppe LM aus oder über irgendwelche Gameplays oder über sonst irgendwas. Man erkennt gar nichts, ja. Also harmoniert auch nicht mit der Farbe und so weiter. Überlappt auch noch hier die eine Warnung, das ist ein bisschen unglücklich. Also die Komposition, da müsste definitiv mal ein bisschen, ja, einmal irgendwie der Korrekturstift sowohl über Avatar als auch über Banner gezogen werden. Dann wird es klappen. Wie gesagt, wäre wirklich schade, weil Banner und Avatar ist das erste, was man hier auf der Seite sieht. Und das sollte einladen und nicht abschrecken. Und auf den ersten Blick ist das hier wirklich viel zu viel überlagert und unübersichtlich und das ist wenig einladend. So viel dazu. Kommen wir zu den Verlinkungen. Wir haben hier einmal das Let's Player Forum. Dann haben wir einmal Google Plus. Dann einmal Patreon. Dazu komme ich gleich. Und einmal Twitter. Ich weiß, dass ihr Facebook habt oder du Facebook hast. Warum ist das hier nicht drin? Das würde ich an deiner Stelle tatsächlich noch reinnehmen. Weil ihr habt Facebook oder du hast Facebook. Dann ist es immer gut, wenn es dann auch direkt auf dem Banner verlinkt hast.
So, und hier bei dieser Seite, Patreon, ich bin nochmal drauf gewesen und ich habe im ersten Moment gedacht, dass es irgendwie eine Homepage ist, von dir oder von euch. Allerdings ist es tatsächlich nur eine Domain, eine Donation-Seite. Und also eine Seite, wo man halt spenden kann. Und das finde ich ein bisschen, ja, unschön. Ganz ehrlich, ich meine, natürlich ist das alles Geschmackssache. Jeder kann tun und lassen, was er will mit seinem Kanal. Ich persönlich sage oder würde dir ehrlich gesagt raten, das eventuell, wenn überhaupt, in die Kanalinfo zu packen, weil man spendet sowieso nicht gerne, ne? Und für solche Fälle, ich weiß es nicht. Also ich würde es rausnehmen. So, okay. Dann gucken wir mal weiter. Ich sehe hier direkt auf der rechten Seite die Supporter-Seite Awesome Channels. Das ist schön, macht neugierig und man will sofort wissen, was los ist. Allerdings sehe ich hier, eigentlich gehe ich hier normalerweise nicht wirklich auf die ganzen Leute ein, die du hier eingetragen hast oder die man hier eingetragen hat. Allerdings sehe ich hier hinter jedem Kanal einen Bestätigt-Haken, was mir sofort sagt, das sind große bekannte Kanäle, die tatsächlich so eine Bestätigung brauchen, um sich halt selbst zu schützen. Aber dazu komme ich später. Solche großen Kanäle benötigen eigentlich keinen Support. Aber wie gesagt, dazu später. Kommen wir zu dem Startvideo. Du hast leider kein Intro, kein Begrüßungsvideo, sondern tatsächlich ein Let's Play. Ein Let's Play aus dem Spiel Skill Special Force 2, Folge 91. Und hierzu habe ich schon mal was gesagt. Wenn man schon ein Let's Play als Begrüßungsvideo auf die Startseite packt, dann doch bitte ein Let's Play aus irgendeinem Spiel, also das erste Teil, den ersten Teil eines Let's Plays, weil es ist so schon schwer als ja potenzieller Neuzuschauer sich zurechtzufinden, wenn man als erstes ein Let's Play ja aufgetischt bekommt. Ganz ehrlich, ich möchte bei einem neuen Kanal begrüßt werden. Ich möchte erstmal wissen, wer ist hier, was wird hier geboten und dann kann ich entscheiden, möchte ich mir hier überhaupt das ein oder andere Video angucken. Das wird mir hier nicht geboten, stattdessen kriege ich sofort ein Let's Play und ja, wie gesagt, normalerweise ist das ein bisschen ja, unglücklich. Ich würde gucken, ob ich da wirklich vielleicht irgendwie einen Trailer zusammenstelle, einen ganz kurzen Trailer oder halt tatsächlich irgendein Let's Play, dann aber bitte mit Folge 1. So, dann gucken wir mal der Rest der Startseite. Ihr habt hier oder du hast hier Uploads auf in vertikaler Anordnung. Darauf folgend sind alle anderen, wie man auf den ersten Blick, wenn ich runterscrolle, sehe, alles horizontal angeordnet. Dann kommen aktuelle Let's Plays, Star Wars Autorennspiele, RPGs, Online-Shooter, Shooter-Spiele, Minecraft, Musik und andere Videos und Spiele. So, ich würde sagen, die Reihenfolge, die Anordnung ist okay. Ja, das Einzige, wo ich, also ich habe hier eigentlich gar nichts irgendwie zu kritisieren oder zu bemängeln und auch irgendwie nicht zu hinterfragen, das ist alles super. Allerdings frage ich mich hier, warum es hier vertikal angeordnet wurde. Ja, bei den Uploads ist es so, wenn man halt vertikal anordnet, hat man den Vorteil, dass man im Gegensatz zur horizontalen Anordnung 6 Videos auf einen Blick hat. Bei der horizontalen hat man lediglich 5. Ja, und wenn man dann halt tatsächlich sehr viele verschiedene Uploads hat, also mehr als 5 verschiedene Uploads, kann man die dann direkt auf einen Blick irgendwie sofort erkennen. Das ist hier aber nicht der Fall. Wir haben hier zweimal Spore, wir haben hier zweimal Skill und deswegen frage ich mich, ob das geplant ist, ob das irgendwie jetzt einen tieferen Sinn hat. Es stört nicht wirklich, ja, weil es sind die aktuellen Uploads. Ich glaube, ich habe das sogar auch so. Wie gesagt, es stört nicht wirklich, weil der Rest ist horizontal angeordnet. Also alles in allem eine recht sauber geordnete Startseite. Und ja, wie gesagt, hier Banner-Avatar ein bisschen halt überarbeitet und dann ist alles okay. Gut, ich würde sagen, sind wir mit der Startseite fertig, kommen wir rüber zu den Videos. So, und hier gucke ich mir wie gewohnt erstmal die Thumbnails an und dann gucke ich mal, wie die Upload-Rate ist. Und bei den Thumbnails erkennen wir sofort, du arbeitest für jedes Game jeweils mit einer Schablone. Und wechselst auch nie den Screen. Bleibt immer bei einem Bild. Und auch hier, wie gesagt, wie eine Schablone. Titel vom Spiel ist jeweils immer an derselben Stelle. Ebenfalls die Folgennummer. Das ist okay. Alles ist sehr gut leserlich, sehr groß. Kann man geteilter Meinung sein. Die einen bevorzugen für ein Spiel immer dasselbe Bild, andere wechseln gerne, ich wechsle gerne persönlich, finde das hier aber auch nicht schlimm. Ich habe auch einige Let's Plays, wo ich wirklich nur Folgennummer wechsle
Und das ist okay. So. Großartig was verändert hier, also irgendwie Spielereien und so weiter gibt es hier nicht. Aber wie gesagt, es ist schön übersichtlich, ist gut leserlich und darauf kommt es eigentlich im Prinzip auch nur an. So, dann gucken wir mal nach den Uploads. Und hier brauche ich ehrlich gesagt gar nicht großartig gucken. Wie man weiß, ich fange immer an bei dem ersten Video, das von vor einer Woche datiert ist. Und bis ich hier unten bin bei dem ersten Video, wo steht vor einer Woche, muss ich an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Videos vorbei. Das heißt, ein einziger macht in einer Woche 16 Videos. Das sind mehr als 2 Videos pro Tag. Ein einziger Gamer, der Shinigami. Und das ist wirklich, da kann man schon mal den Hut ziehen, ne? Also da muss man auch nicht großartig viel noch zu sagen. Hut ab. Gut, kommen wir zu den Playlists. Und da werden wir quasi erschlagen mit einem Angebot, das sich ja so sehen lassen kann. Wir sehen hier, wir haben etliche Playlists, ich weiß gar nicht wie viele, es sind wirklich etliche. Und ja, alle auch relativ gut gefüllt, relativ sehr gut gefüllt. Also ich würde sagen, das ist ein Angebot, wie gesagt, ein Angebot, das sich sehen lassen kann. Und hier sollte eigentlich für jeden etwas dabei sein. Hier kommt man definitiv nicht zu kurz. Also da auch alles prima. Gut, dann würde ich sagen, lange Rede, kurzer Sinn, rüber zu den Kanälen. Und hier, ich habe es vorhin angesprochen, auf der Startseite. Hier sollte eigentlich in diesem oberen Bereich unten sind die Abos. Du lässt sie anzeigen. Kann man machen, wie man will. Hier oben ist eigentlich der Bereich für die kleineren Let's Player mit weniger Abonnenten, die tatsächlich auf jeden Support, auf jede Hilfe angewiesen sind. Davon ist nichts hier zu sehen. Hier sind 4 Kanäle gesponsert oder gesupportet, die wirklich übelst viele Abonnenten haben. 12 Millionen, 1 Million. Der, ich war da glaube ich drauf, das hat irgendwie 600.000, 700.000 Abonnenten. Und der hier hat 3 Millionen. Das ist alles schön und gut, dass du die drin hast. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Man kennt doch mit Sicherheit den einen oder anderen YouTuber, Let's Player oder was auch immer, der wirklich auch auf sowas angewiesen ist und der sich wirklich freuen würde halt über jeden Support. Und da würde ich mal wirklich die Augen aufhalten und dann gucken, dass ihr dann halt auch die kleineren Leute supportet. Also ihr oder du, je nachdem. Ich bin mir da immer noch ein bisschen unschlüssig. Wie gesagt, hier sollten eigentlich kleinere YouTuber hin. Wäre eine feine Sache. Okay, ich würde sagen, rüber zu den Diskussionen. So, hier haben wir insgesamt 17 Kommentare. Da werde ich mal, hoppala, die neuesten zuerst. So, hier sehen wir, es wurde geschrieben und geantwortet, geschrieben, geantwortet. Allerdings nicht immer. Es gibt auch Kommentare, die unbeantwortet blieben. Halt auch schon lange her. Ich weiß nicht, wie es vor einem Jahr aussah, ob ihr da tatsächlich noch mit mehreren Mann aktiv auf dem Channel wart, wie es eigentlich geplant war. Wir wissen aber auch mittlerweile, dass YouTube gerne mal ja, das Nachrichtensystem ein bisschen überarbeitet braucht, wenn es darum geht, dass in den Diskussionen irgendwas Neues steht. Manchmal zickt da YouTube ein bisschen rum und zeigt das erst gar nicht an oder viel zu spät. Und naja, okay, wie gesagt, man könnte zwar öfter drüber gucken, aber das kann passieren. Eigentlich wird hier geantwortet und darauf kommt es auch an. Gut, und ich würde sagen, last but not least, kommen wir zu der Kanalinfo. So, und hier sehen wir es auch schon, kleiner Begrüßungstext, wie der Name eigentlich sagt, war das Ganze hier als Gruppe geplant, eigentlich Randgruppe, genau. Jedoch sind nur ein paar Gastauftritte und ein Gruppenmitglied, pausiert seit längerem daraus geworden. So, also ein paar Gastauftritte und ein Gruppenmitglied, der seit längerem pausiert, deswegen meine Entscheidung tatsächlich, Shinigami alleine den ganzen das ganze Feedback hier zu widmen. Was ich noch fragen wollte, das habe ich vorhin vergessen, Randgruppe LM. Kurze Frage an Shinigami, wofür steht das LM? Ja, also LP, ne, gar keine Frage, aber LM, was heißt LM? So. Hier noch einige Spiele und so weiter und so fort. Für mehr Infos, auch für List abgeschlossene Let's Plays, müsst ihr leider auf mein Let's Player Forum oder Facebook-Seite gehen. Das finde ich schade. Mach das, bring das auch hier mit ein, weil ein potenzieller Zuschauer, der einfach mal kurz informiert werden möchte, möchte nicht durch verschiedene Seiten wechseln müssen. Ja,
ja, ich spreche jetzt nicht hier von Diskussion und Kanalinfo und so weiter, sondern tatsächlich von verschiedenen Internetseiten. Da möchte eigentlich niemand sich durchwursteln müssen. Gott, was ist denn los? Entschuldigung. Da will sich ungern jemand durchwursteln müssen, ja? Also versucht das irgendwie hier unterzubringen. Ich meine, gut, hier Facebook, da Let's Player Forum. Es wurde überall verlinkt, natürlich, aber es wäre angenehmer, wenn du das hier irgendwie noch im Kanal unterbringen würdest. So, ich würde sagen, soweit sind wir fertig mit dem Kanal. Kommen wir jetzt zu den beiden Videos, die mir Shinigami ans Herz gelegt hat, und dann auch zur Videobeschreibung und Titel und SEO und so weiter und so fort. Dann hätten wir hier das erste Video, Let's Play, Bound by Flame, Folge 39, Angriff der Todwandler auf Fertiel. Heißt das Fertiel? Oder Fertil? Ich sag Fertiel, okay? Ich weiß es nicht, man möge mir verzeihen, falls ich es falsch ausspreche. Und das zweite Video, Let's Play Black and White 2 Battle of the Gods, Folge 24, Bogenschützen zum Angriff. So, und wir schauen uns natürlich zuerst an, in welcher Qualität uns die Videos angeboten werden. Da sehen wir hier, wir haben 1440p, sprich 2K. Das ist super. Also das ist weit über dem, was eigentlich Standard ist. Ich persönlich finde, das ist weit über dem, was Standard ist. Auch wenn es der nächste Schritt nach Full HD ist. Aber auch genau hier, 1440p, 2K, beide Videos. Und ich habe nicht nachgeguckt, aber ich wette, ihr habt noch, oder du hast noch einige weitere Videos, ebenfalls in 2K. Und das ist wirklich Wahnsinn. So, dann schauen wir uns mal die Titel an. Let's Play Bound by Flame, Folge 39, Angriff der Todwandler auf Fertiel. So, ich lese es richtig, aber ich würde beispielsweise das Let's Play nach hinten packen. Ja? Der Spielername wirklich nach vorne. Jetzt habe ich schon mal gelesen, dass, nicht jetzt bei mir, sondern generell, dass einige der Meinung sind, ob das Let's Play jetzt vorne oder hinten steht, ist doch Jacke wie Hose. Nein, ist es nicht. Ich zeige euch das mal. Ich habe jetzt mal die Seite. Wir geben jetzt nur mal Let's Play ein, ja? Let's Play. Oder machen wir es auch groß. So, ich gebe jetzt nur Let's Play ein und drücke auf Suchen. Hier haben wir 19.100.000 Ergebnisse für Let's Play. Ja, man merke sich das. So, gebe ich jetzt aber Bound by Flame ein. Ich kopiere das mal. So, wir merken uns 19,1 Millionen. So, ich gebe jetzt nur Bound by Flame ein und gehe da auf Suchen. Da haben wir ein Ergebnis von 64.500. So, das ist also weitaus weniger an Angeboten, als wenn man nur Let's Play eingibt, ja? Und wir wissen ja alle, Suchalgorithmus und so weiter, es wird von vorne nach hinten abgearbeitet. Und wenn ihr vorne Let's Play, wenn ihr vorne das Let's Play lässt, dann wird innerhalb dieser 19 Millionen vorhandenen Videos abgesucht, ja, und das ist natürlich ein bisschen erdrückend, als oder weitaus mehr erdrückend, als wenn man jetzt hier nur in Anführungsstrichen 64.500 Ergebnisse hat. Na, natürlich ist das immer noch ziemlich erschlagend, aber ihr wisst, was ich meine und worauf ich hinaus will. Also deswegen, liebe Leute, ist es nicht unbedingt Jacke wie Hose, ein Let's Play würde ich wirklich nach hinten packen. Ist dann immer noch in der Suchanfrage drin und ihr habt einen weitaus geringeren Radius, in dem ihr gefunden werden könnt. Und das ist ja eigentlich das, was jeder Let's Player möchte, was jeder YouTuber möchte. Er möchte gefunden werden. So. Okay, Let's Play nach hinten. Bound by Flame, Folge 39. Zwischen Folge 39 und Angriff würde ich hier noch ein Trennungszeichen machen. Entweder ein Doppelpunkt oder ein Bindestrich oder sonst irgendwas. Damit man hier den Zusatztitel vom Spiel auch noch ein bisschen getrennt erhält, ja? Und dann nach, wenn ihr hier jetzt Let's Play jetzt nach hinten dranhängt, dann natürlich bitte ebenfalls mit einem Trennungszeichen. Und was ganz wichtig ist, ich persönlich würde noch, sagen wir mal in eckigen Klammern oder in irgendwelchen Klammern, ob eckige oder runde Klammer, ist egal, in eckigen Klammern, ich sage jetzt mal eckige Klammer, einmal Let's Play, dann einmal Deutsch und natürlich auch, dass ihr 2K oder dass du 2K anbietest. Das muss unbedingt rein in den Titel. Weil das dünnt auch nochmal erheblich aus und das Angebot ist dann nochmal geringer,
weil relativ wenig Leute, gar nicht mal so viele Leute schon 2K anbieten. Deswegen ist da die Chance, leichter gefunden zu werden, weitaus höher, und das würde ich dir wirklich ans Herz legen. Und ja, im Grunde genommen hier dasselbe Spiel, Let's Play nach hinten und so weiter und so fort. Gut, dann gucken wir mal, wie es mit der Beschreibung aussieht. Hier ein kurzer Fließtext, eine schöne Zeichentrennung. Dann haben wir hier Skype, einmal deinen Skype-Account oder deine Adresse. Dann lesen wir hier Mikrofon, Mischpult, Computer, Aufnahmeprogramm, Codec und so weiter und so fort. Das hier ist zwar alles schön und gut, das hier, gehört aber ehrlich gesagt nicht hier rein. Denn hier haben wir nämlich dasselbe, kurzer Fließtext und dann hier deine ganze Hardware und auch Software halt. Das Problem ist, ich weiß nicht, waren es 130, 160 Zeichen, ich weiß jetzt momentan nicht mehr. Es wird hier natürlich auch geguckt, wonach wird gesucht und was steht hier drin. Hier sollten möglichst Informationen rein über das Spiel und über dich selbst. Hier unten hast du ja Let's Player Forum, Facebook, Twitter, das ist sehr gut. Eventuell noch die eigene YouTube-Seite, eventuell noch eine Playlist und so weiter und so fort. Plus sämtliche Informationen mit Links über das Spiel. Ja, Publisher, Entwickler, Erscheinungsjahr, offizielle Homepage, eventuell irgendwie eine Shop-Seite, all solche Sachen. Das ist wirklich ja weitaus wichtiger als sowas hier. Packt sowas, wenn überhaupt, dann in die Kanalinfo. Ja, weil da gehört sowas rein. Und wenn hier zu wenig Platz sein sollte, ganz einfach, macht irgendwie fertig ein Bild an. Ja, hier, ne, kennt er halt, wo ihr alles auflistet und dann uploadet und dann halt den Link hier irgendwie noch mit hinzu, wo dann steht Hard und Software. Ja, dann klickt man drauf, dann kriegt man ein Bild angezeigt, wo alles aufgelistet ist und jeder ist glücklich. Ihr informiert oder du informierst wirklich jeden, der es gerne wissen möchte. Und hier ist mehr Platz für wirklich wichtige Tags und Stichworte, die ja für die Suche wichtig sind, damit dein Video gefunden wird. So, und ja, dasselbe haben wir natürlich hier auch und ich würde sagen, das war's insoweit. Die Tags, die man jetzt hier nicht einsehen kann, die sind auch okay. Allerdings, nee, ich glaube, die waren auch okay. Ja, und damit würde ich sagen, war es das bis hierhin. Wir sehen uns jetzt zweimal 2 Minuten aus den beiden Videos an. Einmal Bound by Flame und einmal Black and White 2. Und dann melde ich mich wieder zurück mit meinem Resümee. Bis gleich und viel Spaß. Auf geht's, Dicky. Sterb endlich. So. Wow. Ach, stimmt ja, die Deppen explodieren ja immer noch. Scheiße. Der Kerl ist tot. Das ist natürlich jetzt nicht so gut. Ich hätte ihn vielleicht... Moment. Nein. Okay, kein Autospeicher. Ich versuche es jetzt einfach nochmal. Es ist ja hier die Sache, man kann sich ja zwischen gut und böse entscheiden. Leute können überleben oder sterben. Und ich würde lieber ein paar Leute beim Leben lassen, als da irgendwen sterben lassen. Von daher... nun ja, versuche ich es einfach nochmal. Und da ist gleich die nächste, was auch immer, Banshee oder was auch immer das sein soll. Diesmal hatte der vorher auch überlebt? Ist ja eigentlich egal. Hauptsache ich krieg dann irgendwie den Blauen von der Wache weg da oben, damit ich mich um das Riesenvieh kümmern kann. Okay. Da können wir ja auch direkt hier hochgehen. So, versuchen wir... Nein, ich bräuchte mehr Eindruck, aber... Also, nee, mehr Zufriedenheit, aber... Irgendwie, wodurch sind die denn so unzufrieden? Mehr Häuser, ja, ich bin doch gerade am Häuser bauen.
Oder zählt das bei denen als Häusern? Als Häuser? Ich weiß es nicht. Ich weiß es gerade echt nicht. Sie wollen auf jeden Fall bauen. Also diese komischen Spieße. Dann lasse ich die mal ein paar Spieße bauen. Und die Häuser da oben. Mal sehen, was sie dann dazu sagen. Wahrscheinlich meine Armee. Ah, mittlerweile ist sie fertig. Ist sie da oben. Ja, wie wär's, wenn wir alle Tempel erstmal zerstören? Das wär's doch mal hier. Auf geht's. Hopp, zack, 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 zack. Bevor hier noch jemand runterkommt, der Ärger macht. Oh Gott, das war's knapp. Die kommen ziemlich zeitgleich. Eventuell. Die werden ziemlich zeitgleich am Tor ankommen. Wird wahrscheinlich ein Scharmützel geben. Deshalb müssen die jetzt mal da warten. So. Was hat der vor? Ja, untersuch das mal. Oder wollt ihr da gerade hinmachen? Hä? Ich verstehe es gerade nicht. Okay. Man muss es auch nicht unbedingt verstehen. Ablenkungsmanöver da. Die wollen nicht hoch. Okay, das erklärt die Sache. Dann macht das Ding hier kalt. Ist mir ziemlich wurscht. Da läuft meine Kreatur jetzt hin. So, liebe Leute, da bin ich wieder. Das waren 2x2 Minuten aus den beiden Videos von Randgruppe LM bzw. Shinigami. Und ich würde sagen, kommen wir jetzt zu meinem Resümee. Beginnend wie immer mit dem technischen Aspekt. Die Videoqualität ist mit 2K natürlich unangefochten, da braucht man nicht großartig streiten. Es gab keine Schlieren, keine Ruckler, kein sonst irgendwas, also da wirklich volle Punktzahl, Top-Qualität. Und auch die Audioqualität ist an und für sich okay. Ja, man hat da kein Hall, kein Echo, kein Rauschen, keine Störgeräusche gehört. Allerdings muss ich sagen, ist die Abstimmung zwischen Spiellautstärke und Commentary ein bisschen unausgeglichen. Teilweise war der Ingame-Sound doch ein bisschen zu laut. Und es war ein bisschen schwer, ja, da die Qualität auszumachen. Aber im Großen und Ganzen war auch die Soundqualität in Ordnung. Und zu dem Rest mit der Lautstärke und so weiter, da kommen wir jetzt gleich zum nächsten Punkt. Also unterm Strich, wie gesagt, Bild- und Soundqualität super. So, und damit würde ich sagen, kommen wir jetzt auch direkt zu dem für dich wahrscheinlich interessantesten und auch wichtigsten Teil des kompletten Feedback-Videos. Kommen wir zu deinem Commentary. Zuallererst sei gesagt, das habe ich ja vorhin schon angesprochen, du wirkst an manchen Stellen etwas leise. Das liegt natürlich zum einen daran, dass der Spielsound ein bisschen zu laut noch ist. Nicht katastrophal laut, aber doch schon deutlich hörbar. Zum anderen liegt es aber auch daran, dass du teilweise selbst an sich relativ leise sprichst. Und was mir aufgefallen ist, du wirkst teilweise noch ein bisschen verschüchtern und zurückhaltend. Und das Problem, was ich hatte, also Problem in Anführungsstrichen, das war kein richtiges Problem, aber man hat es oft gemerkt, dass du, ja, man hatte nicht unbedingt das Gefühl, dass du richtig kommentierst, sondern dass du nicht Let's Plays, sondern teilweise vor dich hinredest und schon ein bisschen kommentierst, was du da gerade machst, aber mehr für dich selbst, anstatt für den Zuschauer. Und dadurch wurdest du sehr häufig leise. Du hast sehr häufig gestockt, weil du auch teilweise ziemlich, ja, man hat gemerkt, dass du dich ein bisschen mehr auf das Spiel konzentriert hast und dann Schwierigkeiten auch hattest, teilweise dann zu kommentieren. Dann streckenweise war es wieder okay, ne? Also es ist nicht katastrophal, um Gottes Willen, ne? Aber man hat schon gemerkt, wie gesagt, du bist halt leise, du bist halt ein bisschen zurückhaltend, verschüchternd. Jedenfalls kommst du so rüber in den beiden Videos. Und das führt dazu, dass du auch teilweise am Nuscheln bist, weil du, wie gesagt, mehr vor dich selbst hinredest, als dass du moderierst. Und da solltest du definitiv was dran machen. Also komm ein bisschen mehr aus dir heraus. Du sollst jetzt keine Rampensau werden, um Gottes Willen. Aber versuch dich ein bisschen lockerer zu machen, ein bisschen lauter zu reden, zwing dich ein bisschen lauter zu reden und sei dir auch stets und durchgehend immer bewusst, dass du tatsächlich Let's Plays machst und halt für den Zuschauer moderierst und ihn das auch erzählen musst. Was ich schade fand bei Black and White, hat man das vorhin gesehen, du hast gespielt, ohne großartig auf das, was du machst, einzugehen. Ja, das war im ersten Spiel Bound by Flame nicht ganz so schlimm.
Ja, da hast du auch gesagt, okay, gucken wir hier nach dem Upgrade und was ich dann hier noch machen wollte und das, da hast du schon dokumentiert quasi, was du jetzt machen möchtest oder kommentiert, was du machen möchtest. Bei Black and White war es tatsächlich mehr so ein vor dich selbst hinspielen und dann ein bisschen dazu reden und das fand ich wirklich schade, weil ansonsten, ich habe teilweise gehört, dass es richtig gut war. Ja, da warst du auch laut und deutlich zu verstehen und hast auch durchgehend geredet und auch einige Sachen erklärt. Und deswegen, wie gesagt, versuch da ein bisschen mehr draus zu machen, komm mehr aus dich heraus und sei dir stets bewusst, dass du Let's Playst, weil man hat, wie gesagt, stellenweise gemerkt, dass es geht und dann hört es sich auch richtig gut an. Und da solltest du dir echt einen Gefallen tun und da halt ein bisschen, ja, mehr halt ein bisschen dich zusammenreißen und auch ein bisschen mehr aus dir selbst herauskommen. Ja, im Großen und Ganzen war es das. Also an und für sich unterm Strich war es schon gut. Ja, aber natürlich verbesserungswürdig, das ist ja immer Platz nach oben, ist immer. Ganz egal, wie weit man schon ist, wie viel Erfahrung man hat, es geht immer irgendwo was. Und ja, wie gesagt, das war's hierzu und ich würde sagen, kommen wir jetzt zu dem Komplettfazit. Das heißt, der Gesamteindruck, also vom Kanal her bis auf Avatar und Banner, war der Kanal gut gegliedert. Sehr schön, sehr ordentlich. Das Angebot war erschlagend. Ja, da kann sich niemand drüber beschweren. Die Video- und Soundqualität war super. Ja, und wie gesagt, Commentary noch ein bisschen ausbaufähig, aber durchaus schon unterhaltsam. Und ich würde sagen, wenn du ein bisschen am Ball bleibst, ein bisschen noch ein bisschen hier und dort ein bisschen was veränderst, ein bisschen versuchst, ja, aus dir rauszukommen und den Kanal ein bisschen überarbeitest, dann steht dir alles offen. Und wie gesagt, natürlich halt auch die Sache mit dem Titelbeschreibung, die habe ich jetzt vergessen. Die natürlich auch, ich habe es ja gerade eben gezeigt, halt hier die Sache mit dem Let's Play, ob es nach vorne, nach hinten soll und so weiter. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, dir hat das Feedback gefallen und konnte dir auch ein bisschen helfen. Und damit würde ich sagen, kommen wir jetzt zur Abmoderation. So, liebe Leute, da sind wir auch schon wieder am Ende für heute. Die letzten paar Worte waren halt ein bisschen durcheinander. Es tut mir leid, das ist jetzt die zweite Aufnahme. Ich hatte das komplette Feedback schon im Kasten und dann irgendwie war dann die Aufnahme irgendwie geschrottet, sodass ich das Ganze nochmal neu aufnehmen musste. Deswegen bitte seht es mir nach. Vielen lieben Dank, dass ihr reingeschaut habt. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls dem so ist, teilt und liked dieses Video. Es würde mir sehr helfen und ich würde mich natürlich auch super drüber freuen. Für Feedback, Anregung, Kritik, Wünsche, sonst irgendwas, nutzt die Kommentare. Ich antworte auf wirklich jeden ernst gemeinten Kommentar umgehend. Folgt mir auf Facebook, Twitter und Google+. Falls ihr selbst ein Feedback-Video möchtet, in der Kanalbeschreibung ist der Link zum Anmeldethread. Dort mal reingucken und euch einfach bewerben. So, und was bleibt mir noch? Genau, abonnieren natürlich, um keine weitere Folge zu verpassen. Und damit würde ich sagen, war es das jetzt auch wirklich für heute. Vielen lieben Dank nochmal, dass ihr dabei gewesen seid. Und bis entweder nächste Woche, wenn es wieder heißt, nehmt das Kanalfeedback oder bis zu einem meiner anderen Videos. Ich freue mich auf euch. In diesem Sinne alles Liebe und alles Gute. Ciao.